Petra Fontanive ist schon an Rachel Pelo vorbeigelaufen. Es ist aber Sarah Accio, die als Erste auf die Zielgerade einbiegt. Dann kommt Charlene Keller und Petra Fontanive, so wie wir das vorhin auch gedacht haben. Es ist Sarah Accio mit 24.06 bei einem leichten Gegenwind von 0,7 Meter pro Sekunde. Sie kann diesen Lauf für sich entscheiden. Auf Platz 2 dann Charlene Keller und auf Platz 3 Petra Fontanive, die jetzt auf die Zeit hoffen muss und hoffen muss, dass diese reicht, um im Finale noch einmal starten zu dürfen.